Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ach ja, wir wurden ja beim letzten Mal getötet, als wir hier so eine Kiste tragen wollten. Stulti sanguinem damnatus! Venidin! Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, super. Hey! Ego astenda! Ich renne da jetzt so durch. So geht das auch. Ach, das ist ein Zivilist. Oh, arme Vieh. Tibi ave, tibi manere. Flammes, pulas. Vielleicht bin ich wieder überall bekannt. Oh, wie viele denn noch, ey? Et damo vos in consumationem. Sante, voilà. Okay, Pferd ist tot. Okay, ich brauche ein Pferd. Ach Mann. Ah, Scheiße! Ich musste anders vorgehen. Also, mit Gewalt geht's nicht. Und mit Durchschleichen klappt es auch nicht. Also muss ich irgendwie so den Mittelweg finden. So. Der ist jetzt erstmal umgekippt. Oh.
et non movere. Ultimem quod, tentaset. No, ich war das nicht. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Irgendeiner sieht mich, oder? Komm, den machen wir erstmal kalt. So, den habe ich erstmal vergiftet. Was nimmt den zwar langsam was ab, aber es tut es auf jeden Fall, glaube ich, oder? Mal weiter im Auge behalten. Er denn um? Ah, den kann man nicht mehr helfen. Oh, oh, er kommt. Nur wohin geht er? Was ist meine Chance? Scheiße, hier war das nicht. Hier war das. Schneller runter. Die Truhe der Maus. Schnell wieder hoch. Irgendeiner ist hier in der Nähe. Oh, wow. Oh, wow. Das ist sehr nah. Wie lange pisst der denn, ey? Oran bulimi di mikanesteni na exelektis. Kibane metiet, ori akere khemu. Jawohl. Ich dachte, so eine Mischung. Hanichiru. Xiso, da khekmeno. Nunes khede. Di simvanesti. Nach oben. Nach oben kann ich auch. Bayek, hast du meine Truhe gefunden? Du hast mein Leben zum zweiten Mal gerettet, Herr Bayek. Ich bin gesegnet. Gesegnet durch die Götter, die dich an diesem wundervollen Tag zu mir schicken. Die Maus will dich umarmen, als ein Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Nein, danke. Dann Geld. Du sollst in Reichtümern schwimmen, die selbst Krösus erblassen ließen. Pass auf dich auf, Maus. Versuch nicht direkt in die nächste Falle zu tappen. Oh, welch Anmut, welch Verstand. Du verdienst mehr als bloßes Geld. Besuch mich später, dann gebe ich dir etwas Besonderes aus meinem Lager. Bin Herr Bayek, meine Augen tränen vor Freude, dich zu sehen. Hast du gehört? Ein Schwarzmarkthändler will mir das Geschäft vermiesen. Muss jetzt hier wieder drauf? Und so, was noch Ratte, Wilmos, ist mir auch egal, ist mir nicht egal, ist sogar Medizin für meine ganze Spitze. Aha.
Okay. Wo ist der Typ denn jetzt hin? Na egal. Gründungsvater haben wir noch und... Ja, die sind noch ein bisschen zu hoch. Dann können wir da wieder so zurückreiten. Die sind Wahnwitz! Lexon, Lexon! Na komm, angelaufen. Wow. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ja. Boah, die Musik geht mir so auf den Sack. Ich krieg richtig Kopfschmerzen davon. Bayek! Maus? Sie werden mich töten! Halt's Maul! Du bist wegen Mordes verurteilt! Sie haben den Falschen! Ich bin so unschuldig wie ein Lamm! In welche Falle ist die Maus jetzt wieder getappt? Halt durch, Maus! Oh. Wie wär's damit aussteigen, Junge? Obratsamke, Herr Bayek! Hol mich raus aus diesem verdammten Käfig! Ich bin verletzt! Ich bin des Mordes angeklagt! Ich! Ich schätze das Leben mehr als alles andere! Selbstverständlich. Keine Sorge, du bist in Sicherheit. Wo ist er? Wo ist er hin? Ach, da. Vielen Dank, Herr Bayek. Da ist ein echter Mörder da draußen. Er tötet meine Freunde. Beruhige dich und sag mir, was passiert ist, Maus. Ich traf mich im Badehaus mit ein paar Kollegen und plötzlich hat mich die Legion behelligt. Hast du deine Unschuld beteuert? Sie hört nicht zu. Sie bezichtigt mich des Mordes an Paulus Aurelius, der Geldverleiher, der hier abgeschlachtet wurde. Hatte rotes Haar in seiner Faust, aber nicht meins. Ich habe mich mit ihm getroffen, ja, aber als ich die Bäder verließ, war er noch sehr lebendig, am Trinken und Huren wie üblich. Ich bin vieles, aber kein Mörder. Ist schon gut, Maus. Ich glaube dir. Aber die Römer glauben einem Krüppel und einem Ägypter nicht. Hab Vertrauen. Halte dich bedeckt und warte auf mich in den Gärten des Zeus-Tempels. Im Badehaus sind vielleicht noch immer Spuren des wahren Mörders. Na gut, aber ich gehe jetzt erstmal hier hin. Die sind Wahnwitz! Lexon, Lexon! Lakitai, bitte! Bist du ein Beschützer? Hast du einen Augenblick? Ich bin kein Philaketai. Ich bin ein Magi. Oh ja, aber natürlich. Das hätte ich sehen müssen. Diese Leute verstehen nicht, dass unsere römischen Freunde zivilen Ungehorsam nicht mögen. Warum protestieren sie? Sie fürchten, dass mit unserem Gründer etwas nicht stimmt. Dem großen Bathos. Der Centurio hat das Grab verschlossen. Man munkelt, er habe die Toten geschändet. Er hinterließ eine gekritzelte Nachricht und ging zurück zur Akropolis. Bitte. Jemand muss der Sache nachgehen, ohne die Römer zu alarmieren. Und wenn dieser jemand irgendetwas findet, könnte er mich hier treffen. Und ich helfe ihm gern. Und das ist da drin, okay. Grab Bottos wird auf Befehl des römischen Volkes geschlossen. Wer versucht, sich Zutritt zu verschaffen, wird mit der vollen Jetzt gesetzt. Mein Gott, Leute, ich bin am Riesen, ey. Ich denke mal, wir müssen nach ganz oben. Ich denke mal, von oben kommen wir am besten rein. Auch die Griechen halten ihre Toten in Ehren. Und jetzt leiden sie genau wie Ägypter. Seht, dessen Wasser aus einem magischen Bach kommt. Ich werde an der Quelle dieser Magie sein, wo das Wasser aus dem Nichts entspringt. Okay. Na gut, ich soll ja auch eh hier runter.
Okay, was wird jetzt unheimlicher? Das hier oder Pyramide? Lea, Alkohol und Dummheit ist keine gute Kombination. Ja, das stimmt. Die Gruft wurde geplündert. Die Römer haben nach etwas gesucht. Irgendwas fehlt hier. Mit diesem Medaillon brachte er Frieden und Ordnung in unsere Stadt. Wer diese Relikte besitzt, hält das Schicksal unserer großen Stadt in den Händen. Batons Bogen. Hier liegt König Batons. Mit seinem Bogen bezwang er unsere Feinde und alle Feinde des Sonnengottes. Deshalb hat Apollon ihn belohnt, indem er ihm einen Bogen gab, der so straff gespannt ist, dass man damit einen Adler vom Himmel schießen könnte. Ah ja. Der Gründerbogen und das Medaillon sind fort. Die Römer sind kaum besser als Grabräuber. Jetzt erfahren die Griechen, wie die Ägypter sich fühlen. Wenn das Land, die Toten und die Relikte von einer Invasionsmacht entweiht werden, haben die Römer keinen Respekt vor den Toten. Ich wollte gerade sagen, liegt doch gar keiner drin. Doch, haben die Römer keinen Respekt vor den Toten? Na, wie komme ich jetzt hier? Die Römer haben die Relikte zur Akropolis gebracht. Akropolis, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Achso. Tot. Oh, was kriegt mir noch? Nun es hätte. Ich muss mal im Zenno rufen. Definitiv muss ich mich hier durchbewegen. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Erstmal im Schätzen. Okay, gefunden. Ich versuche es mal mit Durchschleichen. Was ziemlich schwer werden wird. Aber ja, ich versuch's. Nicht ins Feuer. Überall Blumen. Aber ich muss da rein. Stante! Mola! Ich hab nichts gesehen. Tibiave! Ibi Manere! Ich weiß nicht, was der Mann für ein Problem hat. Ich hab nichts gesehen. Und ich komme hier nicht rein. Muss ich auch gar nicht. Das ist dort. Ich muss nur irgendwie hier runterkommen. Tot. Siehst du? Nicht zu!
Ihr seht mich nicht. Aber er sieht mich. Battos Medaillon. So, das habe ich. Hier hoch. Oh. Falsch. Wohl könnte auch richtig sein. Oder? Jo. Ist es sogar. Das war richtig. Fuck. Der Priester wird froh sein, die Relikte wiederzusehen. Ich werde froh sein, wenn ich hier wieder raus bin. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Am besten ungesehen. Von Dach zu Dach springen ist ja auch ein bisschen waghalsig, ne? Wer ist das? Wagemutig? Heißt das so? Und das nehme ich jetzt noch mit. Durch die Blumen. Na gut, aber jetzt muss ich irgendwie nach oben. Wunderbar. Was, hast du mich gesehen oder was? Was willst du, hä? Kannst mich gar nicht gesehen haben. Da bin ich wieder. Euer Misstrauen war nicht unbegründet. Die Römer haben Battos Schatz geraubt. Hast du die Relikte? Ja, sie wurden nicht mit dem nötigen Respekt behandelt. Diese dreckigen Grabschänder. Ich bringe Battos Medaillon in Sicherheit. Die Legende sagt, wenn es die Stadt verlässt, verlässt uns auch unser Glück. Und der Bogen? Er soll wieder im Dienste der Kyrenaika stehen. Bitte, behalte ihn. Und bring den Römern vielleicht etwas Respekt vor den Toten bei. Gerne. Der Gründer muss dich geschickt haben. Lebe wohl, Magi. Kann ich dem Bogen nicht den Kleinen geben? Sie wollte doch unbedingt einen Bogen von Apollon haben. Aber was soll so ein kleines Kind schon mit einem Bogen nehmen? Außerdem ist man dann auch immer so ein bisschen selbstsüchtig. Abgeben, nicht abgeben, abgeben, nicht abgeben. Jedes Mal, wenn ich das in einer Quest habe, dass ich eine Waffe abgeben könnte, weil derjenige sich die so sehr wünscht, dann möchte ich das nie machen. So, ich muss ins Badehaus, ne? Da ist es ja. Oi! Ich weiß, dass Mintos nicht der Mörder ist. Ich muss herausfinden, wer es war. Die Römer haben die Bäder abgesperrt. Ich suche einen anderen Weg. Und wieder von oben. Okay, das war dumm. Finde ich irgendein Fenster auf. Nicht wirklich, ne?
Hier ist kein Fenster auf gar nichts. Kann nicht sein. Doch, da, sag ich doch. Ich bin nicht alleine. Wo muss ich denn hin? Ich muss nach unten. Ich muss wahrscheinlich das ganze Bad irgendwie. Na. Der Gestank des Todes. Und etwas anderes. Parfüm. Was erzählst du mir, Paulus Aurelius? Parfum. Er hat etwas in seinem Hals. Eine Nachricht. Über den... Ich werde Kyrene von den Hedonisten befreien. Meine nächste Tragödie wird Kyrenes größten Schauspieler niederschlagen. Metrobius. Und es ist unterschrieben... Vesta. 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 Was hast du für ein Problem mit Vergnügung? Ich muss den Schauspieler finden, bevor die Mörderin wieder zuschlägt. Phanus wäre erschüttert, wenn ein Schauspieler stirbt. Ja, aber erstmal müssen wir ja hier wieder raus. Tibiabe! Ibi Manere! Na komm, raus. Ganz raus. Natürlich. Im Theater. Wo denn auch sonst? So, die mache ich jetzt noch und dann. Was hat Vesta nur gegen diese Männer? Ist sie eine Hetäre, die ihre Kunden umbringt? Tot. Jedes Mal, ich denke, ich bin tot. Nö. Ich glaube, das hat sich in den neuen Spielen ein bisschen geändert. War schon alleine bei Syndicate. Bin ich immer runtergesprungen oder runtergefallen, wo ich mir dachte, boah, jetzt bist du tot. Wo du bei den anderen Spielen sofort glücklich gestorben bist. Und jetzt, oh, nicht. Na, guck mal, da komme ich auch passend hoch. Wunderbar. Ich muss diesen Löwen loswerden, bevor ich den Verdacht bestätigen kann. Löwe? Aber das ist wohl Vestas zweites Opfer. Ach so. Es tut mir leid.
Von Metrobius, dem zweiten Opfer des Mörders, ist nicht mehr viel übrig. Noch eine Nachricht. Metrobius hat sich das letzte Mal verneigt. Nur der Hurenbock ist übrig und er wird im Wolfsbau sterben. Diese Weste hat einen Hang zum Dramatischen. Der Wolfsbau des Hurenbocks muss das hiesige Bordell sein. Boah, das ist schon wieder am Arsch der Welt, oder? Mein Instinkt war richtig. Sie ist eine Hetäre, aber sie sucht ihren Vater. Ich hoffe nur, dass ich ihn vor ihr finden kann. Aus dem Weg. Ich reite hier mit der Fackel. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte die Fackel in der Hand. Das ist das Pferd. Oh, das sieht ganz nach Hure aus hier. Oh. Wow. Ich bin zu spät. Noch eine Nachricht. Das muss der Hurenbock sein. Vater, du stirbst. Bist du jetzt still, Mutter? Bei den Göttern. Diese Vesta ist wahnsinnig. Das war's, Mutter. Alles vollbracht. Und ich komme bald zu dir und Vater. Ich kann nicht aufhören. Und ich will nicht ohne sie leben. Warum mussten sie sterben? Auch ich habe Finsternis erlebt, aber du bist irre. Du kannst nicht verstehen, wie es ist, in Flammen geboren zu werden. Als ein Staubkorn. Ja. Jetzt bist du im Staub gestorben. Hm. Wow. Ödipus. Vesta war keine Hetäre, sondern der vergessene Sohn von einer. Ich hoffe, die Duat wird aus dir schlau. Dann also wieder zu Smintos. Stimmt, den können wir ja jetzt sagen, dass er außer Gefahr ist. Guck, die reiten sich selber ja auch um. Weil ja gar kein schlechtes Gewissen haben. Habe ich ja auch eigentlich gar nicht. Ne? Idioti. Ich finde das immer so geil. Idioti. Oh, guck mal. Volkstanz. Oh. Na, hier bin ich vorhin schon runtergesprungen. Ich weiß, dass ich nicht sterbe. Oh, nicht mit den Anlegen. Die sind ja jetzt auch nicht mehr so aggressiv wie in den vorigen Teilen, ne? Bayek, hast du den Mörder gefunden? Ja. Der Sohn einer Hetäre. Als seine Mutter starb, überkam ihn schrecklicher Kummer. Er glaubte, dass ihr Kar keine Ruhe hätte, bis er seinen Vater findet. Ist er tot? Es tut mir leid, Maus. Er hat nicht mit sich reden lassen. Ich habe seine Briefe. Und was darin steht, ist tragisch. Armer Junge! Wie traurig! Was wirst du tun? Werden die Römer nicht nach dir suchen? Ich habe einen Plan. Ein neues Leben in Apollonia, wo das Meer so nah ist, dass man es schmecken kann. Besuch mich dort, wenn du kannst, Herr Bayek. Viel Glück, Maus. Ach, sehr schön. Und wir sind Stufe 35. Kann man ja direkt mal eben gucken, was wir an Fähigkeiten investieren können. Schildsturm fände ich ganz gut. Nahkampfbeute und Adrenalin 2. Was haben wir hier? Kampfrausch. Machen wir auch. So, die kann ich alle noch nicht.
Doch, jetzt kann ich 37 auch machen. Ach, das wird, ja, nimmt kein Ende. Das nimmt kein Ende. Ich denke, ich würde jetzt aber erstmal zurückreiten. Und auf jeden Fall erstmal hier hin. Na gut, Leute, ich verabschiede mich jetzt aber erstmal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.